aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor und rief so strömend im finsteren Tag. Da blies mich mit heller Stimme an. Kind Ruprecht rief es, alter Gesell. Hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an. Das Himmelstor ist aufgetan. Alte Junge sollen nun von der Nacht des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erde, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise, was zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es alte, gute Kinder hat. Hat denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel muss um Mandelkern, essen fromme Kinder gern. Hast denn Rute auch bei dir? Sprach die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so gebe doch mein treuer Knecht. Kommt raus vom Walde, komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Kommt raus vom Walde, komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Kommt raus vom Walde, komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Kommt raus vom Walde, komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Und sprecht, wie ich sie rümpfe, sind's gute Kind, sind's böse Kind? Gottesdienst am vierten Sonntag im Advent. Freut euch, der Herr ist nah. Besser könnten die Worte für diese Woche eigentlich nicht passen, habe ich gedacht. Denn heute haben wir euch alle hinter mir und neben mir zu Gast und das macht uns hier in der Kirche eine riesengroße Freude. Ich freue mich ganz persönlich, euch wieder zu hören, nachdem ich das zum ersten Mal in diesem Jahr schon konnte bei eurem großen Konzert. Und eure Eltern freuen sich, euch zu hören und euch zu sehen. Und manche, das habe ich mir zumindest gerade eben eingebildet, können eure Texte wahrscheinlich jetzt schon
mitsingen, die ihr in den letzten Wochen alle geübt haben, weil heute im musikalischen Gottesdienst oder auch bei eurem Weihnachtskonzert, das sehen wir ja immer nur so wie die Spitze des Eisbergs von all den Mühen der vergangenen Wochen und Monate. Also freue ich nicht nur ich mich und eure Eltern, sondern sicherlich auch eure Chorleiterin Frau Erbe Koster mit, freut sich, wenn alles klappt, dass alles klappt bei euch und dafür, dass sich die ganzen Mühen in den vergangenen Wochen gelohnt haben. Alles, was eure Eltern getan haben, euch hin und her gefahren haben, wahrscheinlich die ganzen Proben, die ihr auf euch genommen habt. Eine große Freude hier bei uns in der Kirche. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Der Herr ist nah. Weihnachten kommt bald. Thank you.
from tears, I give it to someone special. Someone special.
Stimme treiben in den Jubelton, denn es kommt das Heil der Welt von des Vaters Thron. Weihnachtsturm, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Haus. Fröhliche Weihnachten überall, tönen die Lüfte, frohe Schall. Fröhliche Weihnachten überall, tönen die Lüfte, froher Schall. Fröhliche Weihnachten überall. Du fühlst dir den Vertrauen, ein zu seliger Ruhe. Weihnachtsturm, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht, überall, töne die Lüfte, Lüfte, froher Schall. Fröhliche Weihnacht, überall, töne die Lüfte, froher Schall. Fröhliche Weihnacht, überall. Gibt es manche Leckerei?
muss hier weg. Da, 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 da. Lieber guter Weihnachtsmann, nein, du darfst nicht gehen. Du siehst ja so traurig aus, das mag ich nicht sehen. So war das doch nicht gemeint, dass am Ende einer weint. Wir haben dich doch trotzdem lieb, kannst du das nicht verstehen?
Leuchten an.
Applaus erst, dann hat sie ein schreckliches Gefühl gesehen, dann hat sie sich versucht zu kürzen, weil solche Adventsgottesdienste gucken muss, einfach verschiedene Bestandteile gehören dazu. Und wir haben halt gefragt, ob die Gemeinde wieder, ob man die vielleicht kürzen konnten. Auf eins haben wir uns dann noch geeinigt. Vielen Dank für Ihre, ja, ne? Ja. Trotzdem möchte ich mich auch noch bedanken bei unserem Nico ganz hinten an der Technik, der gestern und heute dastehen gegangen ist. Dass das alles so gut klingt und jetzt an der Orgel, das war wirklich eben als Sie, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, ich bin eben gerade hingegangen zu Nico in diesem Gottesdienst, habe ich gefragt, ob er das nicht auf der Orgel spielen könnte. Damit man so Kleidung hat, und Nico ist ein super begnadeter Klavierspieler und auch Orgelspieler nebenbei, neben der Technik. Und auch nochmal vielen lieben Dank an unseren Andy, der trotz Halsöhrchen, also den Finger wirklich ganz, ganz arg eingefroren waren. Das ist sehr, sehr schwer, alle die Instrumente zu spielen. Dass man sich da nicht so verspielt. Und natürlich auch an alle Kinder und Eltern und alle meine Sängerinnen. Danke, dass ihr zu den Proben da wart, dass ihr alle noch gesund, halbwegs gesund seid. Ja, und jetzt unser letztes Lied soll noch so ein bisschen Schwung bringen und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Quadratwelt und eine schöne Weihnachtszeit. Viel Spaß mit Oh Happy Day.